Das ist Thomas von der Hümer Group, ja, und er ist Spezialist für Originalzubehör, hat was ganz Tolles entwickelt, was es demnächst für Etrusco geben wird und jetzt schon für Hümer gibt, ja, oder demnächst für Hümer gibt, ja. Ich grüße dich, Thomas. Du bist was für ein Landsmann bist du? Hallo Sven, ich bin ja Schwabe, Urschwabe aus Bad Waldsee. Okay. Und ich bin bei der Hümer Group tätig für Originalzubehör für die Marken Hümer, Eriba, Etrusco und Carrado. Ja, ist ein schöner hier, das ist ein Fiat Ducato, der meist verkauft, aber es gibt ja gewisse Derivate, da passt das auch, oder? Das heißt Boxer, Jumper? Boxer, Jumper ab H2, passend, ja, kann man machen, funktioniert, hat auch die E-Zulassung, also sprich, wir brauchen keine Eintragung, das Backrack wird einfach montiert. Ja, das ist ganz wichtig, die E-Zulassung einfach mitnehmen, nehme ich an, steht auch nochmal drauf, ja. Da ist es. Was ist das? Das ist die Sensation des Fahrradträgers, so kann man es schlechthin sagen, denn ihr habt das Ganze revolutioniert, es ist eine Eigenentwicklung, ihr habt da kein OEM-Label drauf gemacht. Genau, das ist eine Eigenentwicklung der Erwin Hümer Group, gehen jetzt hier mit Etrusco im Sommer an den Start damit und eigene Entwicklung, aber nochmal, es ist kein Fahrradträger, es ist eine Transportwelt. Wir wollen dem Kunden nicht nur einen Fahrradträger verkaufen oder anbieten als Lösung für seine Transportthematik, sondern eine ganze Transportwelt. Transportwelt heißt, also wir haben das Backrack, das sind die Grundträger, links oder rechts oder links und rechts, egal. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, eine Transportwelt hier über die Komponenten zu montieren. Das ist relativ einfach, die Montage. Es geschieht über diese Schienen hier, Nutensteine mit 4 Schrauben. Also die Montage ist sehr einfach. Der Kunde kann sich jetzt wirklich auswählen, was er möchte. Kauft er das ganze All-In-Paket, wie wir es hier sehen, sprich mit Wheelholder, Mini-Rack, Bike-Carrier-Swing und den Number und Lightbar und eben die beiden Backracks. Oder kauft er sich nur ein Backrack, macht sich 2 Mini-Racks dran, weil er 2 Transportkisten transportieren möchte, braucht er 2 Wheelholder. Er hat jetzt alle Möglichkeiten. Ich zeig das mal gerade. Das da unten ist kein Träger, um jetzt, ich sag mal, einen Roller zu montieren, sondern das ist notwendig, weil das Kennzeichen nach unten muss, gell? Das ist ein notwendiges Übel. Wir sehen es ja hier zusammen Swing. Das Kennzeichen ist verdickt. Wir müssen das Kennzeichen nach unten holen oder wiederholen. Ist aber kein Übel, weil das ist nochmal ein Rammschutz nach hinten. Auch. Natürlich ein guter Anfahrschutz, ganz genau. Und ja, da haben wir noch ein kleines Gimmick dazu gebaut, weil ein notwendiges Übel soll nicht nur da hängen, sondern wir können jetzt das hier ganz einfach lösen mit diesen Splinten. Ja. Abklappen. Jetzt haben wir eine kleine Stufe nach innen. Ist einfach für den Einstieg in den Heckbereich einfacher jetzt das Fahrzeug zu betreten. Maximal mit 100 Kilo belastbar, also da ist schon ein bisschen Reserve da. Und so hat man den Mehrnutzen. Ja, einfach. Klasse. Gute Sache. Ja, das Ganze wird dann noch montiert. Das passt direkt hinten rein in die Rahmen? Das passt direkt rein. Da gibt es 2 Anbindungen. Die mechanische Vorbereitung nennen wir das. Mit 2 Schrauben unten fixiert. Und dann geht eine Schraube in die mechanische Vorbereitung rein. Wir hängen die Number and Light Bar rein und fixieren oder sichern es nochmals mit 2 weiteren Schrauben. Genial. Wir brauchen natürlich eine Steckdose dazu. Jetzt haben wir die meistens nicht am Fahrzeug, wenn keine Anhängekupplung verbaut ist. Die muss man noch nachrüsten. Ist aber eine Anhängekupplung verbaut, können wir es trotzdem montieren. Wir müssen die Anhängekupplung nicht demontieren. Sprich, es ist kein größerer Aufwand notwendig. Ist weit genug weg, oder? Ja. Bitte? Der ist weit genug weg, der Träger. Der ist weit genug weg. Wir können ja nicht beides zusammen nützen. Das geht nicht, dass ich jetzt sage, ich hänge so einen Hänger ran. Das funktioniert nicht. Aber wir können die Anhängekupplung dran lassen und haben dann aber auch schon die Steckdose da. Und das heißt, das wäre jetzt ein bisschen eng, wenn die zum Beispiel Räder drauf wären, je nachdem. Aber du weißt ja, wie es ist. Du kannst den Leuten das noch so sehr verbieten. Wenn es technisch geht, dann wirst du einen sehen, der sagt, er macht's denn. Und da fällen wir und fräsen wir und dann geht das schon, sagen manche. Aber nein, wir geht nicht. Nicht zu, es geht nicht. Ja, okay. Geht offiziell nicht. Geht's ja, nicht. Ja, das ist so, ich sag mal, von der Optik allein ein Hingucker. Ich glaube, ihr habt euch wirklich bemüht, das Ding optisch auch schön zu machen. Es gibt ja viele Träger. Gibt es den auch in Silber oder gibt es den nur schwarz? Bleibt so, wie er ist, so wird er an den Markt kommen. Ja. Okay, das heißt also, wenn ihn jemand in Silber will, muss er selber Hand anlegen, den in die Lackiererei bringen, Silber machen. Interessanterweise haben wir sogar heute schon Anfragen, gibt es denn auch ganz in Schwarz ohne Silber, also geht eher in die andere Richtung. Okay. Aber jetzt lass es mal so, wie es ist. So gehen wir im Sommer an den Start damit und wie du schon sagtest, mit Hüber sind wir ja jetzt schon ab Mitte April lieferbar.
Ja, ihr habt eine Riesengruppe, ihr passt das Ganze ja an. Es gibt einen Etrusco-Originalteile-Zubehörkatalog, der wird immer mehr ausgebaut. Da gibt es unter anderem, ich sag mal, Bettbezüge drin, da gibt es diese... Bettlaken, Tupper, Soundsysteme für die Original-Lautsprecher als Ersatz mit Endstufe. Da gibt es Fahrerhausteppiche, da gibt es... Einsätze Safe, für die Möbel. Einsätze für die Möbel, ja. Da gibt es ja die Schuhauszüge. Großes Angebot, schaut mal rein auf die Homepage, ist alles da. Das nicht, das ist nur Dekoration. Ja. Okay, aber es sieht cool aus. Ja. Ich schätze mal nach dem Video, ist das bitte aufzunehmen? Ja, ist so. Wir sind sogar dran an einer eigenen Box, die wird dann mal kommen. Ja. Ja. So wie auch zukünftig noch mehr Komponenten kommen werden. Sprich, wir wollen ja auch eins erreichen. Der Kunde macht Sommer- und Wintercamping. Im Winter will er noch sein Snowboard mitnehmen, also wird ein Snowboardhalter kommen. Dann nimmt er das Teil hier weg mit den 4 Schrauben, verwendet sein Backrack und macht seine Snowboard-Skihalterung etc. ran. Macht seine Box hinten drauf, wie auch immer. Demnächst sofort, ihr seid dran? Fort sind wir dran, wird kommen, das Projekt läuft, ja. Okay. Erscheinungsdatum oder Start noch unbekannt. So, das Ganze ist nicht trivial. Wer also jemals 2 E-Bikes, das ist E-Bike-tauglich vom Gewicht her? Ja, E-Bike-tauglich. Wir können hier sogar 4 E-Bikes transportieren. Die Möglichkeit haben wir jetzt an so einem kleinen Fahrzeug. Links und rechts dann? Links und rechts, ja, genau. Und jetzt sind wir auch gleich bei den Möglichkeiten des Transports der Bikes. Wir können links den Swing montieren und rechts den Shuttle, den zeige ich euch gleich. Das ist unsere etwas günstigere Version des Radträgers. Oder eben links und rechts den Shuttle dann. Links und rechts den Swing, das funktioniert nicht. Momentan ist hier der Swing für die linke Seite designt und auch abgenommen. Die rechte Seite ist im Plan. So, komm, wir zeigen mal den Fahrradträger. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Ja, ich habe es jetzt 10-mal gesehen, wie es ausgepackt war. Ja. Ihr habt euch viele Gedanken gemacht, dass man nichts heben muss. Wie funktioniert es? Also, wir kennen ja die Thematik, wenn wir heute den Radträger hier oben haben, auf der Kante, damit wir die Lichter eben nicht verdecken. Ja. Sonst wäre das wieder notwendig. Ja. Haben wir die Höhe. Jetzt bringen wir hier mal ein 25 Kilo E-Bike hoch. Ist anstrengend, ist materialmordend. Ist zwei Leute. Schön. Zwei Leute, ist nicht schön. Jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, E-Bike ist das Thema überhaupt jetzt hier im Camping. Und wie kriegen wir jetzt ein E-Bike, das relativ schwer ist, hier einfach nach oben. Jetzt haben wir hier diesen Swing, das ist das Premium-Produkt hier in der Backrack-Welt. Wir haben hier einen Griff, ähnlich wie eine Autotür, da ziehen wir dran. Und jetzt holen wir den nach unten. Nochmal bitte zurück. Bitte noch einmal. Das ist ja genial. Warte mal, ich filme es mal aus einer anderen Position. Das heißt, du hast einen Griff. Wir da ziehst du einfach dran. Der auch abschließbar ist natürlich. Den ziehen wir jetzt. Ich sage jetzt mal wie die Autotür, wie die Schiebetür. Den ziehe ich jetzt hier. Jetzt rastet es aus und fahre hier nach unten. Wir haben hier Rollen eingebaut, die Führung vorgeben. Wir haben auch noch ganz wichtig, wenn man zu machen, hier noch eine optische Kontrolle verbaut. Wenn der Stift rauskommt, ist es richtig geschlossen. Ich mache es auf, ist der Stift zu. Okay. Ganz wichtig. Jetzt nehme ich den nach unten und der geht jetzt tatsächlich unbeladen. Etwas strammer, wie wenn er beladen ist, weil das ist über der Gasdruckdämpfer. Das kenne ich von dem T6, von der Klappe. Ja, genau. Ja. Jetzt kommen wir nach unten. Jetzt haben wir den einzigen Moment, wo normalerweise ein bisschen Kraft kostet, aber auch hier geht es schon ganz gut. Jetzt haben wir die Transportposition. Der Swing überwindet gut 30 cm an Unebenheiten. Das kann immer sein, man steht schräger, das Gelände passt nicht ganz. Wir haben tiefes Kies oder was weiß ich. Also wir können hier auch einiges ausgleichen. Das ist jetzt die Grundposition. Jetzt wollen wir natürlich eins machen, wir wollen Fahrräder aufladen. Jetzt entriegel ich das hier und fahre hier mit nach oben und spanne das oben wieder ein. Unglaublich, bitte nochmal. Ganz einfach hier ein Drehgriff, da fahren jetzt die Bolzen nach außen rein. Okay. So ist die Transportversion, also wenn ich es nicht gebrauche. Da ist noch eine Feder drin, das kann da ich von alleine. Da ist eine Feder drin, ja. Gut, okay. Ich löse das, halte es fest, gehe oben rein und jetzt habe ich eigentlich die Transportposition. Das war jetzt eine Idee von dir oder wie? Von unserem Team, ja. Genial. Und ja, da haben die wirklich viele gute Ideen eingebaut, die Jungs und Mädels. Und ja, sieht gut aus. Wir haben hier die Halterung, die das Fahrrad uns dann auch fixieren, abschließbar. Im Lieferumfang immer enthalten, die kurzen und die langen Riemen. Die langen brauchen wir heute beim E-Bike, wenn wir einen integrierten Akku haben. Da haben einen breiten Rahmen, da brauchen wir die langen Riemen. Mhm. Sind im Lieferumfang dabei. Okay, zwei die Stück. Auch immer zwei Stück. Stahlverstärkt. Stahlverstärkt.
Sicherheit groß geschrieben, aber auch Diebstahlschutz. Mit dabei sind auch diese Gummis, zum die Felgen und Rahmen schonen. Die haben wir hier für die Felgenschonung. Hier haben wir es für die Rahmenschonung. Das heißt, diesen Stahlverstärk unten nicht, oder? Unten nicht, nein. Okay. Aber oben haben wir es stahlverstärkt, weil hier auch abschließbar so ein zusätzlicher Diebstahlschutz. Es soll ja auch nicht brechen. Also es kann ja sein, dass zum Beispiel das Material ermüdet im Laufe der Zeit. Wobei wir die Träger ja alle kennen und die Halterungen von bekannten Fahrradträgern. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt keinen, der mal gerissen ist. Gell? Okay. Eher ein Dieb, der gerissen ist, oder? Ein Dieb. Die gibt es tatsächlich. Die gibt es. So, ich bin mal sehr gespannt. Du hast aber jetzt nicht gerade die schwersten Bikes rangenommen. Nutzlast, sag mal gerade. Was ist da maximal möglich? Wir haben hier, wenn wir mal von vorne anfangen, das Backrack mit einer Traglast von 80 Kilo. Das Backrack selber wiegt 8 Kilo, so wie es hier verbaut ist. 8 Kilo nur? 8 Kilo nur. Das Backrack kann 80 Kilo aufnehmen. Der Swing hat ca. 28 Kilo. 28 Kilo beinhaltet hier die Mechanik und den Träger selber. Okay. Jetzt haben wir also noch 52 Kilo, um hier ranzuhängen. Zwei E-Bikes, gar kein Problem. Mit gut 25, 26 Kilo. E-Bike. Ohne Akku, die soll man ja abnehmen. Oder die muss sogar. Abnehmen für den Fahrrad, auf jeden Fall, ja. Display, Sattel, der sich lösen kann. Akku bitte immer abnehmen. Dann sparen wir auch noch ein bisschen Gewicht hinten. Aber trotz allem zwei E-Bikes mit 25, 26 Kilo können wir hier gut aufladen. Leichtere natürlich auch. Muss sogar sagen, nochmal mit einem leichteren Bike geht es ein bisschen strammer wie mit einem schweren Bike. Also je schwerer, desto besser. Je schwerer, desto besser. Sag mal, lange Bikes und Fatbikes. Das sind ja so die zwei Sachen. Es kommen immer mehr Fatbikes. Das habt ihr auch ausprobiert, das geht. Also auf die Schienen, die Fatbikes, bis die Reifenbreite, ja, was haben wir, 8 cm? Ja, ungefähr. Funktioniert, ja. Ja, man kann die auch ein bisschen fester aufpumpen, dann werden sie... Kleiner Hinweis noch, geht ab 24 Zoll. 20 Zoll Räder funktionieren nicht. Die kann ich dann hinten nicht fixieren. Da reicht mir der Radstand nicht aus. Außer man hätte jetzt ein extrem langes, dann würde es wieder funktionieren. Jetzt sind die meisten 20 Zoll ja auch Falträder, muss man sagen. Ja. Da ist das vielleicht nicht so wild, die gehen dann nach innen. Wild, ja. Ja. Aber ich habe mehr Angst vor Rahmengröße XL, denn dass die zu weit auseinander kommen. Auch das habt ihr ausprobiert? Wir haben viele Räder ausprobiert. Ich bin jetzt nicht so der Bike-Experte tatsächlich. Ausprobieren. Ja, beim Ausprobieren. Dann ausprobieren. Wenn er es da hat, dann... Ja. Sag mal, Testen, aber Lieferbarkeit, Alu immer teurer, immer schwieriger zu kriegen. Habt ihr Millionen da? Ja, noch nicht, nein, leider. Ja. Kommt was, es kommt einiges jetzt im April für die Marke Hümer, im Sommer dann für Etrusco. Wir denken, wir sind dann ab Sommer lieferfähig, je nach Bestellung natürlich. Ja. Kommen auch für alle Hümer-Marken, muss man sagen. Also ihr seid da ja das unterwegs. Geht über die Gruppe, ja. Geht über die Gruppe, ja. Klasse. Ja, zeig mal, weil ich bin ganz beeindruckt. Wollen wir ja mal in Urlaub fahren, dann nehmen wir unsere Räder mit. Räder können wir auflegen, wie wir wollen, vorwärts oder rückwärts, das ist egal. Jetzt machen wir das einfach mal, das ist super leicht hier. Tipp von dir, vorne, hinten? Tipp von mir, egal. Egal. Ja. Kommt aufs Rad an, aber das Schönste ist jetzt eigentlich das. Ich schiebe das jetzt hoch, jetzt stellen wir uns auch vor, das ist ein E-Bike, ist recht schwer. Ich kann das hier wunderbar nach oben schieben. Jetzt haben wir hier oben diesen kleinen Kunststoffhaken. Ja. Der ist wirklich sehr wichtig, weil da gehen wir jetzt rein und jetzt steht mir mein Rad schon. Jetzt muss ich es nur noch fixieren. Ja. Das passiert einmal vorne. Jetzt kommt eben auch dieser Felgenschoner zum Einsatz. Ja. So, da kann ja der Kunde noch ein bisschen mehr machen, wenn er will. Da sind noch auch eine dabei. Okay. Da sind noch zusätzliche im Lieferumfang dabei. Wir haben hier die schönen Ratschensysteme. Geratscht. Schön. Ey, was ich mir schon einen abgebrochen habe, um E-Bikes zu verladen. Und du kriegst die Klappe denn nicht mehr auf, also beim T6 oder so. Die geht nicht mehr auf, du machst zwei drauf, du kannst mit drei Leuten probieren. Hinten ist ganz elegant gemacht, ist nur dieser Haken, den hänge ich hier ein. So, kann jetzt hier eigentlich schon vorspannen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Spannung drauf. Jetzt steht das schon fast von allein. Steht das eigentlich schon ganz gut, jetzt müssen wir es nur sichern. Das ist beim ersten Mal ein bisschen Aufwand. Die Riegel hier, die können wir öffnen, wenn das geöffnet ist. Ist auch Sicherheit. Jetzt kann ich mir das einstellen, wie ich das brauche. Ganz aufmachen, so. Ach, das geht auch. Also wenn man die einstellen möchte, immer darauf achten, dass der Riemen draußen ist. Ist er drin, kann ich hier nicht öffnen. Okay. Macht ja auch Sinn.
Weil sonst könnte ja der Dieb ganz einfach hier aufmachen, das Ding wegmachen und... Gut, mit Gewalt geht alles. Mit Gewalt geht alles. Gewalt und viel Zeit kann man alles machen. So. Nehmen wir das hier ran. So. Auch hier Ratsche. Ja. Abschließbar. Okay. Jetzt ist unser Rad drauf. Nummer 1. Können wir es auch mit dem zweiten noch machen. Da ist ja ganz wichtig der Abstand zwischen den zwei Rädern. Da hakt es ja in den meisten Fällen, weil sich dann Pedale und alles in den Weg kommen. Das ist hier nicht so. Jetzt nehmen wir es einfach mal rückwärts drauf. Einfach auch mal zum Zeigen. Ich denke auch hier ganz interessant wegen den Lenkern. Dann sind die sich nicht im Weg. Gehen wir mal wieder davon aus, das ist wieder ein E-Bike. Also kann ich das wieder ohne großen Aufwand hier hochschieben. Ich hänge es oben ein und ich kann loslegen. So, also da oben eingehangen, wie oft auf der anderen Seite auch. Das heißt, das ist so jetzt einfach meine Entlastung, meine dritte Hand, meine vierte Hand. Sonst heißt es halt mal das Rad fest, ich muss festmachen. Das macht jetzt uns hier dieses System. Okay. Ich fixiere das wieder. Boah, es gab ja sowas noch gar nicht am Markt. Oder, nee. Also ich kenne nur diese... Also Flixbusse, die habe ich mal gesehen, die haben die Rad, ja, aber die haben sowas nicht, oder? Da kommen wir dann nachher gleich dazu, zu der Flixbus-Lösung. Ja. Ja. Ah, Mist. So. Tja, du bist ja Schwabe und du sagst, wer billig kauft, kauft dreimal. Ja. Das ist schon gut von der Qualität, oder? Qualität ist super, ja. Preis, aber wenn du darauf anspielen möchtest, haben wir hier noch nicht. Ja? Wo geht es ungefähr hin? Kannst du mir sagen, ungefähr? Ja, ich sage mal. 10.000? Ja. Nee, wir sind hier jetzt bei Hümer am Start. Den Swing mit Backrack, Number Lightbar, mit mechanischer Vorbereitung. Alles, was dazugehört, mit 2,190. 2,190. Plus Montage natürlich. Okay. Wenn ich da gerade ein paar Worte sagen darf zur Montage. Montage pro Seite in der Nachrüstung rund 2 Stunden. Sprich, wir müssen das an die Scharniere festmachen zweimal mit 4 Schrauben in der Summe. Wir müssen oben, da sieht man es gerade schön, von innen bohren, ein Loch rein, da kommt eine Stahlplatte verstärkt rein, eine Nietmutter und wird dann oben noch verschraubt, oben und unten. Okay. Also wir müssen tatsächlich die Türe bohren, ist aber kein Problem. Wir stellen ja auch Löcher für die Fenster rein, also der Korrosionsschutz, der ist gewährleistet und können dann das Backrack verschrauben. Also pro Seite rund 2 Stunden plus, wenn notwendig, die Steckdose. Mhm. Pro Komponente, sag jetzt mal so ein Swing, 20 Minuten mit auspacken. Achso, das kann der Kunde später selber. Das kann er selber machen. Das sind 4 Schrauben. 1, 2, 3, 4. Das sind 4 Schrauben, wo das Ding befestigt wird. Das geht ganz gut. Ein Wheelholder geht eigentlich noch schneller. Das sind 4 Nutmuttern in den Schienen drin, 4 Schrauben drauf, fertig, so wie ihr es braucht. So, jetzt kommt ja gleich die Hochzeit, bin ich mal sehr gespannt. So, jetzt haben wir beide Räder drauf, fixiert. Jetzt geht es nach oben. Ich sage immer schön beim Backrack, beim Swing, guckt auf meine Finger. Ich brauche keine 2 Hände und muss drücken. Das macht wirklich 2 Finger. Zweifingersystem. Ah. Das macht wirklich jeder ohne Kraftaufwand, groß und klein. Und du sagst, wenn da E-Bikes drauf sind, da geht es sogar noch besser. Geht es leichter tatsächlich. Geht es leichter. Dämpfer, wenn die ein bisschen arbeiten dürfen, arbeiten die noch effektiver. Ganz einfach. Das ist so easy. Wie die Türe. Trifft dann hier drüber, schiebt es nach unten. Da haben wir ein kleines Moment jetzt hier. Und dann geht es hier runter über die Rollen. Natürlich, wenn wir jetzt Teer oder Pflastersteine haben, geht es noch leichter. Das war's. Zweite ist unten. Genau. So, es gibt einen Intrusco Zubehörshop. Es gibt einen Hümer Zubehörshop. Originalteile, so ein bisschen wie bei Mercedes-Benz. Ja. Ich sag mal, das ist wichtig. Das schafft Vertrauen bei den Leuten, dass sie sagen, das ist direkt ab Werk. Das ist passend für meinen Hümer. Das passt fürs Fahrzeug. Wir machen Zubehör passend für die Fahrzeuge. Thomas. Nicht allgemeines Zubehör, sondern passend für die Fahrzeuge. Ich muss los, geht der Flieger, geht, aber du wolltest mir schnell mal zeigen, das ist genial, du hast aber noch was. Den Shuttle will ich dir noch ganz kurz zeigen. Zeig mal, wo? Ja. Aber jetzt nochmal
systematisch. Ganz kurz. Gerne, sehr gerne. Das ist er. Das ist er. Der ist jetzt wesentlich günstiger, gell? Ja, der kostet mit allem drum und dran, also mit Backrack, mit Light and Number Bar. Und hier im Doppelpack dann, also wiederum für zwei Räder. Zwei Stück. Kostet der 11,90. Den können wir jetzt links und rechts montieren, also jeweils zweimal. Der hat aber nicht diesen tollen Mechanismus, natürlich. Hat er nicht. Ja. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, der wird hier, ich kann es wirklich nur beispielhaft zeigen, hier eingehängt. Dann wird er mit 1, 2, 3, 4 Schrauben verschraubt. Da gibt es hier noch einen Halter, der liegt hier drin. Dann kommt die Schiene hier unten ran. 1, 2 Schrauben. Da stützt sich das Hinterrad ab. Das Hinterrad? Ich mache den auf. Das ist jetzt hier die Fahrstellung, wenn ich ihn nicht brauche. Okay. Das ist jetzt die Transportstellung. Sichern wir das natürlich gleich wieder. Hänge jetzt hier das Vorderrad ein. Okay. Und das Hinterrad stützt sich über die Schiene ab. Und kann jetzt hier auch zwei Räder montieren und transportieren. Das heißt, ich kann vier Stück haben zum Preis von einem hier. Genau. Das System hier, aber ganz ehrlich, das ist so genial. Und es ist ja eine echte Erweiterung. Wenn ich jetzt einen Campervan habe für 50, 60, 70.000 Euro, dann habe ich vielleicht noch die 3.000 Euro, um es richtig zu machen, oder? Außerdem sieht es gut aus, oder? Sieht gut aus, ist leicht zu bedienen und ist eben eine Transportwelt. Wenn er mehr machen möchte im Winter oder nimmt er mal ein Stand-Up-Paddle mit und nimmt das Mini-Rack hier, das mit 20 Kilo belastbar ist. Ah, guck mal da, Außengrill. Nimmt sich dann eine Box oder Spanngurte. Kann da was transportieren. Auch das sind Ergänzungen, die wir brauchen können. Es sieht so gut aus. Also ihr habt vom Designer mit dem Ersatzrad oben. Das Ersatzrad ist ja nun wirklich mal so die Designsache, was sich viele wünschen, oder? Ja, schon. Gut, wer braucht, hat hier einen Platz, natürlich. Ja. Okay. Würde natürlich cool aussehen, ist jetzt beispielhaft, haben wir noch nicht im Programm, da kommt mal was in nächster Zeit, irgendwann. Aber jetzt haben alle Möglichkeiten. Ich habe einen Kunden schon im Gespräch gehabt, gesagt, endlich habe ich eine Lösung für mein Stand-Up-Paddle. Das ist eingepackt in so einem Sack, das hat was weiß ich wie viel Kilo, das mache ich mit einem Spanngurt hier fest und kann das Ding transportieren. Ich habe es aus dem Auto raus, ich habe die Räder aus dem Auto raus und bekomme Platz. Ja. Sehr schön. Thomas, 30. März 2022. Wir sind tatsächlich in der Toskana und du bist hier angereist. Heute ist großer Pressetag. Das hier wird, glaube ich, einschlagen wie nichts anderes zuvor, denn so eine Lösung, die ist so klasse. Es geht so einfach. Universelle Lösung, das ist das beste Wort dafür tatsächlich. Transportlösungsthema. Ja, und du kannst das auch super präsentieren. Fast, als wäre es ein Gemüsehobler vom Einkaufszentrum. Nee, du machst das echt gut, weil man muss die USPs zeigen, weil es ist ja schon eine Stange Geld. Aber wer jemals sich, du kennst das selber, du hebst so ein Rad hoch alleine, alle gucken schon blöd, wie schafft er das jetzt, die 19 Kilo zu machen? Ja. Dann hast du es im Rücken. Kennst du das? Genau. Jetzt gucken sie nicht, jetzt staunen sie. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, guckt auf die Seite von Etrusco oder von Hümer. Original, Teile, Zubehör. Kann man das auch kaufen, wenn ich keinen Hümer habe? Ja, klar. Passt auf alle. Ducato ab H2. Also ich brauch keine Hümer-Karte. E-Zulassung ist alles da. Bekommen wir auf jeden Ducato, Peugeot, Citroën drauf. Funktioniert. Und wie gesagt, fort sind wir dran. Kommt, ist aber noch nicht durch, braucht seine Zeit. Solche Zulassungsverfahren etc. braucht seine Zeit. Ja. Tschüss Thomas, das Problem ist nicht mein Flieger. Meine Cam säuft gleich ab, hier im Regen. Gut. Danke, ciao.